Und hiermit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihrer Dienstagsausgabe vom Stadtmagazin Hallo Sommer. In der vergangenen Woche, aber auch in dieser Woche, ist es extrem warm. Und diese Hitze spüren nicht nur wir Menschen, sondern auch unsere Pflanzen im Garten, die Bäume im Stadtgebiet oder der Rasen auf dem Sportplatz. Zwar kam gestern kurzzeitig Regen runter, doch reicht dies natürlich nicht aus gegen die Trockenheit. Und gerne möchte man da selber nachhelfen und etwas gießen, doch jeder Tropfen, den wir der Erde entnehmen, sorgt für weiteres Absinken des Grundwasserspiegels. Und deshalb wurde in vielen Landkreisen in Sachsen-Anhalt die Wasserentnahme verboten. Was es genau damit auf sich hat und wie es in Halle aussieht, das sehen wir jetzt. Überall in Sachsen-Anhalt herrscht eine anhaltende Trockenheit. Seit den heißen Sommern 2019 und 2020, in denen es lange Zeit nicht regnete, verzeichnet Sachsen-Anhalt eine Wasserknappheit. Viele Landkreise in Sachsen-Anhalt und in Mitteldeutschland reagieren darauf mit sogenannten Wasserentnahmeverboten. Also wenn wir in den Nachbarlandkreis, in den Saalekreis gucken, dann bedeutet das konkret, dass tagsüber von 8 bis 18 Uhr die technisch unterstützte Wasserentnahme, also zum Beispiel mit einer mobilen Pumpe oder ähnliches aus stehenden Gewässern und fließenden Gewässern, verboten ist, mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Betrieben, die haben eine Erlaubnis. Das bedeutet nicht, dass man kein Wasser entnehmen kann, aber man muss es eben vor allem in die Zeiten des Tages verlegen, in denen die Verdunstungsrate aufgrund geringeren Sonneneinstrahlung und ähnliches eben geringer ist, nämlich frühmorgens oder am späteren Abend. Und das ist, was wir darunter verstehen unter einem Wasserentnahmeverbot in einer leichteren Variante. Es gibt ja durchaus auch noch die härteren Varianten. Was bedeutet, dass eben auch durchgängiger Wasserentnahmeverbot herrschen kann? Der Saalekreis hat dieses Verbot bereits vor knapp 2 Wochen ausgesprochen. Die Stadtratsfraktion Bündnis 90 Die Grünen regt die Stadt Halle dazu an, auch über solche Maßnahmen nachzudenken. Wir fordern es aktuell in der Form noch nicht so massiv. Wir wollen zunächst einmal alle vorhergehenden Schritte eingeleitet sehen, die zum Beispiel Aufklärungskampagnen beinhalten, dass Menschen dazu aufgefordert werden, zu überlegen, ob eine Wasserentnahme in dem konkreten Fall jetzt nötig ist, ob man es vielleicht verschieben kann am Tag, einfach um dieses Einsparen nochmal als Kampagne auch in die Bevölkerung zu tragen. Sollte das nicht zum gewünschten Erfolg führen, kann man ja durch die Messstellen zum Beispiel beim Grundwasser gut erkennen, dann halten wir uns natürlich vor, auch solche Maßnahmen wie ein Verbot ähnlich des Saalekreises zu fordern. Aber das ist natürlich auch problematisch, denn wo ich ein Verbot ausspreche, muss ich entsprechend auch kontrollieren. Und das ist natürlich bei der Vielzahl an möglichen Entnahmestellen in Halle eigentlich realistisch nicht zu leisten. Deswegen alles ausschöpfen, was im Vorfeld eines Verbotes möglich ist, bevor man sich dieser Forderung sehr aktiv widmet. In der letzten Stadtratssitzung antwortete der Beigeordnete für Stadtentwicklung René Rebensdorf dazu, dass ein Bewässerungsverbot noch nicht geplant sei, man aber überlege, die Bürger der Stadt Halle dazu anzuhalten, nur noch frühmorgens und spätabends ihre Gärten zu gießen. Es ist natürlich viel zu wenig. Also wir erwarten da von der Stadtverwaltung angesichts der heißen Tage und Woche, die wir jetzt auch hinter uns hatten, einfach mehr Aktivität. Also wir kämpfen ja schon seit Jahren dafür, dass es ein nachhaltiges Dürreschutzkonzept gibt in der Stadt, dass wir unser Stadtgrün mit einer schlauen Bewässerungsstrategie erhalten können. Denn das erhält uns ja auch als Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt. Aber weder auf diesem Feld noch auf dem Feld beispielsweise Daten ordentlich zu erheben und sie dann auch in ein Lagebild zu packen, ist die Stadt nicht aktiv genug, und das kritisieren wir sehr deutlich. Wir können uns da ein Abwarten und Zaudern da an der Stelle nicht leisten, denn wir erwarten ja noch Wochen vor uns, die auch durchaus wieder Hitze haben könnten. Zum Beispiel am gestrigen Tag hatten wir ja auch schon wieder Temperaturen um die 37, 38 Grad, blauer Himmel, starke Sonneneinstrahlung. Wir haben eigentlich keine Zeit, da noch zu warten. Wie ernst die Lage genau ist, wissen derweil nicht mal die Stadträte selbst. Nein, wir wissen tatsächlich gar nichts. Wir wissen aber eins, es werden Messstände erfasst, und zwar durch das Land Sachsen-Anhalt. Und im Grundwasser entsprechend gemessen wird, wie hoch oder wie niedrig der jeweilige Pegel ist. Wir haben aber keine Information, dass die Stadt Halle in irgendeiner Form diese Information vom Land abgefragt hat oder sie im zweiten Schritt, was wir eigentlich erwarten würden, uns Stadträtinnen und Stadträte zur Verfügung stellt, damit wir uns ein Bild machen können oder die Stadt ein Bild für uns erstellt, wie die aktuelle Lage ist. Deswegen stehen wir auch da informationstechnisch ein bisschen auf dem Trockenen. Momentan hat der Stadtrat Sommerpause. Die nächste Sitzung findet erst Ende September statt. Dann wird die Trockenheit in Halle vielleicht kein Thema mehr sein.
Ja, hoffen wir mal, dass es in der nächsten Zeit mehr Regen gibt. Später schauen wir dann auf die Wetteraussicht. Und nun gehen wir ganz kurz in die Werbung und sehen uns danach mit den aktuellen Nachrichten des Tages. Kommt uns ganz besonders auf die Gemeinschaft drauf an, dass die Bewohner in der Gemeinschaft sich wunderbar zurechtfinden, füreinander da sind. Es ist eine Entlastung für die Angehörigen. Menschen, die an Demenz erkrankt sind, brauchen besondere Zuwendung und einen Ort, wo sie sich zu Hause fühlen. Beides finden sie in den Wohngemeinschaften der Volkssolidarität. Die Bewohner haben hier einen strukturierten Tagesablauf. Alles kann, nichts muss, das ist das Motto. Ja? Also wirklich von den gemeinsamen Mahlzeiten über jegliche Art der Beschäftigung. Rund um die Uhr sind Betreuung und Pflege gewährleistet, ganz nach individuellen Bedürfnissen. Jeder hat seine Hintergrundgeschichte, jeder hat seine Bedürfnisse und Wünsche. Mit der Zeit lernt man die natürlich auch kennen. Man lernt die Bewohner kennen, man kann besser auf sie eingehen. In den individuell eingerichteten Wohnungen sind Angehörige jederzeit willkommen. Es ist ruhig hier drin. Sie haben auch ihre Aktivitäten. Das Beste, was uns passieren konnte. Es läuft alles harmonisch ab und das spüren natürlich auch die Bewohner. Wohnen in Heidenord. Naturnah, ruhig und mit bestem Komfort. Sehen Sie selbst, was das Quartier am Stadtrand zu bieten hat. Beim Schautag der HW Freiheit finden Sie ein Zuhause, das genau zu Ihnen passt. Kommen Sie vorbei am 28. Juli von 15 bis 17 Uhr im Kolkturm Ring 13. Hallische Wohnungsgenossenschaft Freiheit. Mein Name ist Peter Hohn, ich bin Pure Produktberater in Halle. Mein Name ist Verena Haustein, ich bin für den Shop in Halle verantwortlich. Also ich liebe hauptsächlich den Kundenkontakt. Ich liebe an meinem Job, dass ich so viele verschiedene Menschen kennenlernen darf, so vielen verschiedenen Menschen helfen darf. Wir haben drei Shops allein in Halle. Das ist einmal in der Ulrichstraße, einmal in der Geiststraße und in Halle-Neustadt in der Azaleenstraße. Hier hat man den persönlichen Kontakt, hier kann ich so lange mit dem Kollegen sprechen, bis ich zufrieden bin. Pure ist führender Glasfasernetzbetreiber in Halle. Wir bieten an Kabel-TV im HD-Bereich, wir bieten Internet an bis zu 1000 Mbit. Bis nächstes Jahr werden wir einen Großteil von Halle mit Glasfaser erschlossen haben und bis 1000 Mbit zumindest aktuell dann anbieten können. Der Seniorentarif bei Pure ist eigentlich was ganz Tolles. Also wir bieten an eine Ornet-Flat, dass die Senioren in jedes Netz telefonieren können von ihrem Hausanschluss aus. Sie haben Internet mit 20 Mbit, können damit ihre Mediatheken am Fernseher abrufen und die Enkelkinder auch noch reinlassen, wenn sie mal zu Besuch kommen. Also das für 25 Euro, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Wir sind eines der wenigen Unternehmen, wo noch im Privatkundenbereich einen persönlichen Ansprechpartner hat. Sobald eine Frage auftaucht, jederzeit gerne herkommen. Die Kollegen kümmern sich dann um das Anliegen und schauen, was zu tun ist und wie geholfen werden kann. Kunden brauchen eigentlich nur runter in ihren Hauseingang gucken, an die Pinnwand meistens oder an Aushang. Da steht Ihr zuständiger Berater mit direkter Rufnummer. Einfach anrufen. Herr Hohn ist, wenn er es möglich machen kann, auch immer ganz schnell da. Für mich ist es eigentlich, die Hilfestellung zu geben, zum Kunden rauszufahren, ein Lächeln zu sehen, wenn man zum Beispiel einen Notfallknopf einrichtet und die glücklich sind. Wenn ich dann gehen kann und der Kunde grinst mich an, dann habe ich eine gute Arbeit gemacht und das macht mich glücklich. Wir sind sehr zufrieden mit dem Service. In Sachsen-Anhalt haben über Jahrhunderte kluge Köpfe weltverändernde Ideen entwickelt. Jetzt wird Sachsen-Anhalt zu einem Knotenpunkt der digitalen Zukunft ausgebaut, denn es soll Zentrum der europäischen Chipproduktion werden. So plant der Chiphersteller Intel in Magdeburg, 17 Milliarden Euro zu investieren. Es ist eines der größten Investitionsvorhaben in Europa mit tausenden Arbeitsplätzen.
Sachsen-Anhalt bietet seit Jahrhunderten Freiräume, Ideen umzusetzen. 6 weltverändernde Ideen hat die UNESCO als Erbe der Menschheit anerkannt. Der Geist, Neues zu wagen und vorzudenken, wirkt bis heute fort. Das belegen viele positive Beispiele. Interesse? Mehr unter www.moderndenken.de. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Wohnen in Heidenord. Naturnah, ruhig und mit bestem Komfort. Sehen Sie selbst, was das Quartier am Stadtrand zu bieten hat. Beim Schautag der HW Freiheit finden Sie ein Zuhause, das genau zu Ihnen passt. Kommen Sie vorbei am 28. Juli von 15 bis 17 Uhr im Kolkturm Ring 13. Hallische Wohnungsgenossenschaft Freiheit. Ja, Streik von Bodenpersonal am Flughafen Leipzig-Halle sorgt für Ausfälle und die Regensburger Straße wird ab kommende Woche gesperrt. Welche Umleitung eingerichtet wird und weitere aktuelle Nachrichten aus Halle jetzt bei TV Halle aktuell. Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur Hüskens hat die kurzfristigen Sperrungen von Strecken durch die Deutsche Bahn kritisiert. Durch die katastrophale Kommunikation sei allen Beteiligten die Möglichkeit genommen, Alternativen anzubieten. Eine rechtzeitige Information der Fahrgäste sei in keiner Weise möglich gewesen, so die Ministerin. Durch Instandsetzungsarbeiten kommt es derzeit zu massiven Zugausfällen im Bereich Nordharz. Nach 2 ergebnislosen Verhandlungsrunden der Gewerkschaft Verdi mit der Lufthansa sind am Mittwoch rund 20.000 Beschäftigte des Bodenpersonals zu einem Warnstreik aufgerufen. Dabei wird es bundesweit zu Ausfällen im Flugverkehr kommen. Am Flughafen Leipzig-Halle sind Inlandsverbindungen nach München und Frankfurt betroffen. Die Lufthansa hat die Aktion als unzumutbar für Kunden und Mitarbeitende bezeichnet. Ab kommenden Montag erfolgen Sanierungsarbeiten auf der Regensburger Straße. Die Fahrbahn muss bis zum 19. August gesperrt werden. Umleitungen sind dann über Leipziger Chaussee und Europachaussee eingerichtet. Änderungen gibt es auch im Busverkehr der Linien 24 und 28. Einzelne Haltestellen werden nicht bedient bzw. verlegt. Die Gehwege können während der Bauarbeiten jedoch genutzt werden. Im Saalekreis hat das 12. Sommercamp der AG Bürgerschaftliches Engagement begonnen. Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren verbringen eine Woche auf dem Wünscher Landhof. Von dort werden Ausflüge und Mitmachaktionen organisiert. So wird beispielsweise ein Floß am Geiseltalsee gebaut. Mit dem Sommercamp sollen vor allem Kindern aus finanziell schwächeren Familien abwechslungsreiche Ferienerlebnisse ermöglicht werden. Der Markt wird in wenigen Tagen wieder zum Rummelplatz. Für das sommerliche Familienfest laufen derzeit die Aufbauarbeiten. Achterbahn, Autoscooter, Kettenkarussell und viele andere Attraktionen erwarten ab Freitag die Besucher. In diesem Jahr gibt es keine Beschränkungen. Bis zum 7. August ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Mit einem großen Umzug geht am Freitag ein Ferienworkshop am Händelhaus zu Ende. Unter dem Titel Händel trifft Samba werden Grundschüler in einer Straßentheater-Performance durch die Innenstadt zum Universitätsplatz ziehen. 2 Wochen lang konnten sich die Kinder im Instrumentenbau ausprobieren sowie Gesang und Tanzstücke einstudieren. Ziel der Aktion ist es, einen interdisziplinären Zugang zur Musik zu vermitteln.
Im Elisabeth-Krankenhaus ist gestern das 1000. Baby in diesem Jahr zur Welt gekommen. Anna Sophia ist 53 cm groß und das erste Kind der aus der Ukraine stammenden Mutter. Für jedes Neugeborene in Sachsen-Anhalts größter Geburtsklinik steigt ein Ballon mit guten Wünschen der Eltern in den Himmel. Vom Team der Klinik bekam Anna Sophia eine Sternenpatenschaft als besonderes Geschenk. Ihren Namen trägt somit auch ein Himmelskörper im Sternbild Schwan. Die Kinderstadt auf der Peisnitz ist auf der Zielgeraden. Am Samstag endet Halle an Saale mit einem großen Abschlussfest. Unter dem Motto Einmal Zukunft und zurück gestalten Kinder von 7 bis 14 Jahren eine Stadt nach ihren Vorstellungen und Ideen. Das alle zwei Jahre stattfindende Projekt wird durch zahlreiche Sponsoren ermöglicht. Diesmal war die zeitweilige Sperrung der Peisnitzbrücke eine besondere Herausforderung. Heute ereignete sich am Rennbahnkreuz ein Unfall. An der Abbiegespur von der Magistrale hat ein Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines Pkw nicht beachtet. Es kam zur Kollision. Personen wurden nicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es kam zu Sperrungen und erheblichen Behinderungen des Fahrzeugverkehrs. Und wir kommen zum nächsten Thema, liebe Zuschauer. Im Saalekreis unter der Erde des Landsberger Kapellenberges verbergen sich archäologische Schätze, die eine spannende Zeitreise durch die Geschichte einer ganzen Region ermöglichen. Noch in diesem Jahr wollen Archäologiestudenten der MLU das Gelände rund um die berühmte Doppelkapelle großflächig untersuchen. Denn bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatten die Archäologen vor Ort sozusagen an der erdigen Oberfläche gekratzt und schon mit wenigen Spatenstichen später war klar, unter der Erde befinden sich aufschlussreiche Erkenntnisse über die Geschichte des Areals auf dem Kapellenberg in Landsberg. Die Ausgrabungen am Fuße der historischen Doppelkapelle zu Landsberg laufen zwar erst seit wenigen Wochen, doch bereits jetzt zeichnen sich für Denkmalpfleger Donat Wehner aufschlussreiche Erkenntnisse ab. Wir haben hier erstmalig Funde und Befunde, also Strukturen aus dem Frühmittelalter hier auf dem Kapellenberg feststellen können. Das war bislang immer nicht ganz klar, ob es so etwas gibt. Und wir befinden uns hier auf der höchsten Stelle des Geländes, sodass hier auch davon auszugehen ist, dass wir es mit einer frühmittelalterlichen Burganlage bereits zu tun haben, die die Kernburg einer riesigen Anlage, mehrere Hektar großen Anlage darstellt. Also ja, es wird hier dann durch Holzerdewälle, die mit Mauern vorgelagert sind, ein riesiges Areal, das sich hier weit um den Kapellenberg zieht, umfasst. Und was wir hier oben auf dem Kapellenberg haben, das dürfte die zentrale Anlage eines frühmittelalterlichen Herrschergeschlechts gewesen sein. Sicherlich waren hier auch die Ottonen seinerzeit beteiligt. Bei den Ausgrabungen wurden außerdem ca. 500 Klein- und Kleinstfunde entdeckt, die auf die adelige Stellung der damaligen Bewohner schließen lassen. Aber auch die Architektur selbst deutet auf einen gehobenen Lebensstandard hin. Im 12. und 13. Jahrhundert sind beheizte Wohnräume, also zumindest mit Kachelöfen, eher selten. Das heißt, auf einer Burg dürfen wir davon ausgehen, dass dort eben dann auch ja, höher angesiedelte Personen dort residiert haben. Wir haben gleichermaßen Fensterglas gefunden, nur wenige Stücke, aber auch die verweisen darauf, dass wir es mit einem wichtigen Gebäude zu tun haben, ebenso wie Architekturteile, zum Beispiel Fenstersäulen, die dann eben einen aufwendigen und hochwertigen Bau auch belegen. Die neuen Erkenntnisse müssen laut dem Referatsleiter für Bodendenkmalpflege, Donat Wehner, nicht nur zu einem Umdenken der Rekonstruktion der Burg führen, sondern beantworten auch Fragen. Wir haben hier in der Doppelkapelle einen Ausgang, der sich im oberen Stockwerk befindet. Und dieser Ausgang, da gab es immer die Frage, wo der denn eigentlich hingeführt hat. Der führt wahrscheinlich über einen hochliegenden Übergang in den Palastbau. Davon haben wir verschiedene Ständer gefunden, die eben diesen hochliegenden Übergang dann halten. Das Ziel der Ausgrabungen war es, erste Einblicke und Ideen zu gewinnen. Im kommenden Jahr werden die Forschungsarbeiten dann fortgesetzt.
Viele haben ja prophezeit, dass hier gar nichts zu finden sei, weil der Porphyr, also dieser anstehende vulkanische Gestein, schon durch den Rasen häufig zu sehen war, dass hier gar nichts mehr zu finden sei. Dem ist nicht so. Wir haben eine hervorragende Erhaltung bisweilen. Die Kulturschichten und Mauerreste reichen teilweise bis zu 1,50 Meter tief, sodass wir sehen können, dass wir eine sehr gute Erhaltung des Bodendenkmals vor uns haben, sodass geplant ist, dann auch im folgenden Jahr hier das ganze Gelände dann einmal flächig zu untersuchen, da wir ja nun wissen, wie tief wir eingreifen können, ohne Kultur zu zerstören, um dann eben dann auch auf die archäologisch relevanten Schichten zu treffen und dort ein Gesamtbild der Anlage zu erhalten. Die gesamte Anlage wird dabei allerdings nicht zum Vorschein kommen, da durch den Steinbruch am Kapellenberg etliches für immer verschwunden ist. Bei uns geht es nun weiter mit der letzten Ausgabe vom Stadtteilmagazin Silberlinge. Bevor es in die Sommerpause geht, hat sich mein Kollege Christian Katlowitz auf die Suche nach Kunstobjekten in der Waldstadt gemacht und Bilder von einer verspäteten Schuleinweihungsfeier. Alles dazu jetzt in den nächsten 14 Minuten. Es ist Ende Juli, ein wunderschöner Sommertag und damit grüße ich Sie zu neuen Geschichten aus der Waldstadt. Hallo und herzlich willkommen zu Silberlinge, Ihrem Stadtteilmagazin. Ja, die Silberhöhe, sie ist Waldstadt, sie ist Wohnstadt, aber ist sie auch ein passender Ort für Kunst? In den vergangenen Jahrzehnten haben immer wieder Künstler den betonlastigen Stadtteil als Galerie oder als Leinwand für ihre Werke benutzt. Dadurch ist die Silberhöhe nicht nur bunter, sondern auch lebendiger geworden. Doch viele Menschen hier nehmen die Kunst in diesem Stadtteil kaum noch wahr. Ein sommerlicher Nachmittag an der Wittenberger Straße. Eine Gruppe Kunstinteressierter trifft sich, um eine andere Seite der Silberhöhe zu entdecken. In 90 Minuten wollen sie Orte aufsuchen, die in den letzten Jahren künstlerisch verschönert oder neu in Szene gesetzt wurden. Mit dabei sind der Freiraumgalerist Philipp Kienast, selbst Künstler und Quartiermanager René Müller. Ihm sind vor allem die Arbeiten wichtig, die, obwohl nicht unsichtbar, im Alltag gern mal übersehen werden. Sehr oft ist es so, dass man durch die Silberhöhe geht, ob es nun auf dem Weg zur Arbeit ist, wie bei mir oder eben auch die Leute, die hier wohnen. Und dann geht man einfach so ohne einen Blick nach links und nach rechts ran vorbei. Und das ist auch wichtig, dass man die Orte sichtbar macht. Hier sieht man sogar, hier hat man sogar die Reflexionen der Malenden in das Auge des Eichhörnchens gepackt, als würde man sozusagen selber der Sprüher sein, der sich hier im Auge spiegelt. Das ist tatsächlich eine schöne Stelle. Besonders auffällig die vielen Graffiti-Arbeiten an Fassaden, die in den letzten Jahren hinzugekommen sind. Darunter auch zahlreiche Großgemälde der Freiraumgalerie, wie hier an der Freiburger Straße. Kunstobjekte schaffen Fixpunkte und Identifikation, sollen Raum für Interpretation geben und sie haben alle eine Geschichte. Generell ist bunt immer besser als grau und eine Fassade, die schön gestaltet ist, zeigt natürlich eine Wertschätzung für so einen Ort und auch für so ein Gebäude. Und hilft natürlich, dass sich die Menschen, die hier wohnen, einfach positiv bestärkt darin fühlen, dass sowohl die Wohnungsgenossenschaft, aber auch das Quartiermanagement und die Künstler einfach diesen Ort wertschätzen, hier etwas Neues zu machen. Bemerkenswert diese Stahlplastik aus dem Jahr 1997. Das Labyrinth über Blauem Garten wurde dort errichtet, wo zuvor noch riesige Plattenbauten standen. Auch gern genutzte Kulisse für diverse TV-Moderatoren. Im Rahmen eines Holzbildhauer-Symposiums entstanden diese Skulpturen. Die 8 Türme für die Silberhöhe. An ihnen nagt aber bereits der Zahn der Zeit. Oder diese Plastik der Berliner Künstlerin Heike Lichtenberg mit dem Titel Familie. Erstellt 2012 im Rahmen des BIWAG-Projektes vor der Schöpfkelle Hanoyer Straße.
Ich bin bei der Konzeption der Plastik davon ausgegangen, dass eben hier viele Familien mit Kindern leben in der Silberhöhe. Und es sollte was Freundliches, Elementares sein, was eben Kinder und Jugendliche anspricht. Das war sozusagen der Grundtenor meiner Arbeit, was ich hiermit erreichen wollte. Wenn man von so einer einfachen Botschaft ausgeht, finde ich das ganz gut. Oft sind es Förderprogramme oder privates Engagement, das mehr Kunst auf die Silberhöhe bringt. Für Diskussionen sorgt bis heute die sogenannte Grabungsstätte, eine begehbare Betonskulptur an der Erich-Kästner-Straße, die noch in 100 Jahren zeigen soll, wie man einst in der DDR gewohnt hat. Kunst ist immer auch dafür da, um Begegnungen zu schaffen, um einen Austausch anzuregen, weil nicht jede Kunst gefällt auch jedem. Und das ist gut so. Wichtig ist, dass sich, wie gesagt, Leute begegnen und dass man sich darüber austauscht. Und sehr schnell findet man vielleicht dann doch Anhaltspunkte, wo man auch Gemeinsamkeiten entdeckt. Auch wenn der eine sagt, das gefällt mir nicht und der andere sagt, es gefällt mir. Wichtig ist aber auch, dass die Menschen dazu einen Bezug haben, dass das nicht eine anonyme Gestaltung ist, wo einmal ein Gerüst dran kommt, dann huschen die Künstler da hoch und runter und dann sind sie wieder weg. Einen kurzen Stopp gab es auch am Wasserspielplatz. Auch die Früchte des Meeres sind ein Kunstwerk, erschaffen 1995 vom Bildhauer Michael Weyer. Spiralförmig angelegte Figuren, aus denen Wasser sprudelt, wegen technischer Probleme allerdings noch lange Zeit außer Betrieb. Interessant auch dieses Wandbild mit dem Titel Silbermond. Entstanden 2002 an einer Fassade des Bauvereins. Wir nehmen gar keinen Einfluss auf die Motive und die Künstler sollen auch genau freie Hand haben. Weil wir uns natürlich auch sagen, was wären so Motive, die uns einfallen würden. Und da kommt man an für sich immer auf die gleichen Ideen, irgendeine Landschaft oder sonst irgendwas. Und da merken wir, da sind wir ganz eindeutig zu begrenzt. Das ist auch nicht unser Metier. Und deswegen ist es absolut spannend zu sehen, was fällt jeweils den Künstlern ein. Und es ist dadurch eben auch immer besonders und es ist dadurch auch eben immer sehr, sehr individuell. Höhepunkt des Kunstspazierganges war dann die Übergabe der neuen Wandgestaltung an der Wittenberger Straße. Zwei Fassadengemälde, gestaltet von Künstlern der Freiraumgalerie. Und der Auftraggeber ist zufrieden. Uns ist das sehr wichtig, vor allen Dingen in den Großsiedlungen, weil wir machen das ja in Halle Neustadt und Silberhöhe vor allem, weil wir damit die Gebäude so ein Stück aus dieser Uniformität herausnehmen und ganz einfach Möglichkeiten schaffen, dass man sich identifiziert mit dem, was man an seinem Gebäude als Anwohner an der Stelle hat. Und das wertet das Ganze ungeheuer auf. Also Kunst eben in diesem Zusammenhang ist einfach etwas, was ganz, ganz positiv auf die Menschen wirkt und was dem Ganzen ein Gesicht gibt und Identität stiftet. Das Familienfest im Hof der Wittenberger Straße war krönender Abschluss einer Führung, die bei den Teilnehmenden Eindruck hinterlassen hat. Also ich fand es sehr interessant. Vieles habe ich nicht gewusst. Und ja. Also ich bin auf alle Fälle das nächste Mal wieder dabei. Das mit den Schmetterlingen. Okay, warum ausgerechnet das? Weil das mich persönlich am besten mit angesprochen hat. Das andere ist alles so abstrakte Kunst, das ist nicht mein Ding. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Kunstwerke auf der Silberhöhe. Die Waldstadt profitiert von ihnen, eben auch, weil sie nicht einfach so abgerissen, zugebaut oder gar vergessen werden. Ja, sie wuchert langsam zu. Die Grabungsstätte hier an der Erich-Kästner-Straße auf rund 400 Quadratmetern soll man vielleicht auch in 100 Jahren noch erkennen können, wie DDR-Bürger zu Ostzeiten gewohnt und gelebt haben, speziell in Plattenbausiedlungen. Aber genau das war auch ein Ziel dieses Kunstwerkes. Die Natur erobert sich den Raum ein Stück weit zurück. So, wir gehen jetzt rüber an die Hanoer Straße. Dort befindet sich ja die frisch sanierte Grundschule. Der Schulbetrieb dort läuft schon seit geraumer Zeit, aber man hatte eigentlich bis jetzt noch nicht so richtig Gelegenheit, die neue Schule zu feiern. Die Eröffnungsfeierlichkeiten wurden immer wieder auch wegen Corona verschoben und jetzt kürzlich nachgeholt. Es war ein bunter Nachmittag mit viel Spaß und erstaunlich wenig Smartphones in der Hand. Es ist das erste Fest auf dem Hof der neu sanierten Grundschule Hanoer Straße. Fast 7 Jahre vergingen vom ersten Baubeschluss bis zur Fertigstellung. Vor allem Schulleiterin Mosch kann immer noch nicht fassen, dass es endlich geschafft ist. Vor 40 Jahren habe ich hier die Fenster geputzt, als die Schule neu war.
Und heute habe ich wieder so eine neue Schule und ich bin immer noch hier und kann die dann, wenn ich in einigen Jahren hier mal die Segel streiche, an die nächste Generation übergeben. Sabine Mosch ist seit 40 Jahren an der Schule, hat tausende Grundschüler aufs Leben vorbereitet. Sie sagt, so gute Lernbedingungen wie jetzt hat die SchülerInnen noch nie. Also wir haben viel größere Räume, wir haben besseres Licht, wir haben eine Top-Ausstattung, wir haben alles, was man sich als Kind wünscht, eine Außenanlage vom Feinsten und natürlich das beste Personal, Lehrerpersonal. Halles Kulturbeigeordnete überbrachte Glückwünsche des Bürgermeisters. Auch sie weiß um die Bedeutung dieses Tages. Diese Schule hat eine sehr, sehr große Bedeutung für Generationen von Menschen von hier. Und deswegen freue ich mich riesig, dass die Schule so gut angenommen wird und dass heute ein richtig schönes Fest ist. Doch die Schulsanierung war ein steiniger Weg. Es gab Verzögerungen, Lieferschwierigkeiten und Altlasten, die beseitigt werden mussten. Am Ende wurde es auch noch teurer als geplant. Dafür ist die neue Schule an der Hanoyer Straße kaum wiederzuerkennen. Voll energetisch saniert, modern ausgestattet und freundlich. Sanierungen wie diese wünschten sich viele Schulen in Halle. Doch das Bildungs- und Investitionsprogramm der Stadt könnte wegen aktueller Krisen weiter ins Stocken geraten. Wir haben auch gemerkt, in den letzten Jahren wurde das immer komplizierter mit den Baustoffpreisen, die über die Decke gegangen sind, mit den Firmen, die auch kaum Ressourcen hatten. Dann hat Covid auch zugeschlagen. Das war eine Herausforderung nach der anderen, aber wir bleiben standhaft. Wir bleiben mit diesem Programm. Wir sehen den Bedarf. Wir sehen auch, wie wichtig das ist, dass die Schulen in Ordnung gebracht werden. Das haben die Kinder auch verdient, dass sie ordentliche Umstände haben, damit sie gut lernen können. Zum perfekten Glück im Klassenzimmer fehlt aber immer noch ein schneller Internetanschluss. Die Leitungen liegen längst, doch es gibt Probleme mit der Telekom. Nun soll die Sache endlich beschleunigt werden. Leider ist die Stadt nicht alleine dabei, um den Breitbandanschluss wirklich zu vollziehen. Wir sind auch auf unsere Partner angewiesen und wir hoffen, dass sie das so schnell wie möglich auf die Reihe bekommen. Denn wir haben unseren Teil der Arbeit geleistet und jetzt sind wir darauf angewiesen, dass dieser Breitbandanschluss wirklich vollzogen wird. Wir hoffen, dass er schnell kommt. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres soll die Einrichtung nun ans Netz gehen. Und dann wird an der Hanoyer Straße wohl ein weiteres Mal gejubelt. Und wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Zurzeit wird ja wieder viel gebaut im Stadtgebiet von Halle. Die HAWAG realisiert unter anderem ihr Stadtbahnprogramm im Böllberger Weg oder an der Merseburger Straße zum Beispiel. Auch hier auf der Silberhöhe gibt es Pläne für eine Neubaustrecke für die Straßenbahn. Was daraus geworden ist oder was daraus wird, das haben wir den Vorstand der HAWAG gefragt. Ja, wir hatten ja im Juni letzten Jahres den Stadtrat gebeten, den sogenannten Stufenbeschluss zum Stadtbahnprogramm für die Stufe 3 herbeizuführen. Der Stufenbeschluss beinhaltet neben vielen Ausbaustrecken, die ja schon vorherrschen, überwiegend so im südlichen Bereich der Stadt, aber auch im Bereich der Giebichenstein, auch Neubaustrecken mit vorzusehen. Und da gehört die Ausbaustrecke nach Heide-Nord dazu und es gehört auch die sogenannte, wir nennen sie Industriestraße, unser Arbeitstitel, also diese Spange zwischen der Merseburger Straße und der Silberhöhe. Das ist geplant, das steht dort in diesem Konzept, das ist auch beschlossen worden. Die Umsetzung wird wahrscheinlich aber erst in den 2030er Jahren stattfinden. Also wir haben noch so viel zu tun mit dem Stadtbahnprogramm, wir sind noch in der Abarbeitung der zweiten Stufe. Die dritte Stufe war dazu geeignet, um die grundsätzlichen Vorbereitungen jetzt auf den Weg zu bringen und die beinhaltet auch diese Neubaustrecke. In welchem Umfang wird man dann dort Bahn zusätzlich fahren können? Es wird dann höchstwahrscheinlich eine Linienumverlegung dann geben. Also wir müssen ein neues Linienkonzept dann nochmal angleichen. Das können wir Ihnen aber jetzt noch nicht genau sagen. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass wir unseren Betriebshof in Rosengarten jetzt auch andienen können von einer zweiten Seite her. Zurzeit geht das nur von der Merseburger Straße aus, auf der einen Seite, und aber aus dem südlichen Bereich heraus eben noch nicht. Das würde uns auch nochmal im betrieblichen Sinne noch eine deutliche Stabilisierung in unseren Abläufen geben. Und das ist eine zweite Motivation, die wir als HAWAG dazu haben.
Stadt- und Jobcenter-Halle richten auf der Silberhöhe ein dezentrales Jugendbüro ein. Unter dem Titel Go-Halle sollen dort niederschwellige Job- und Ausbildungsberatungen angeboten werden. Die Beratungsstelle ist eine von 4 dezentralen Jugendbüros, die in der Stadt eröffnet werden. Das Angebot richtet sich an Schulabbrecher und junge Menschen, die nicht auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Fuß fassen. Das Jugendbüro Süd befindet sich in der Erich-Kästner Straße 2. Ja, und Sie haben sicherlich bemerkt, wir hatten uns ja in der letzten Sendung schon etwas voreilig in die Sommerpause verabschiedet, aber jetzt ist es tatsächlich soweit. Für die nächsten 2 Monate sagen wir erstmal Danke. Das war's mit den Silberlingen. Wir sehen uns dann im September wieder zur neuen Ausgabe hier aus der Waldstadt mit spannenden Geschichten. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und tschüss. Und willkommen zurück im Studio, liebe Zuschauer. Wir gehen ganz kurz in die Werbung und schauen danach auf die Wetteraussicht für die nächsten Tage. Ferien machen, wo man will. Dafür sind Wohnwagen und Wohnmobile einfach ideal. Eine Überprüfung durch den TÜV Nord bescheinigt diesen beliebten Reisebegleitern ihre Zuverlässigkeit. Doch neben dem Check des Fahrzeugs selbst steht hier noch ein weiterer Punkt im Fokus, die Flüssiggasanlage. Neue gesetzliche Regelungen sind seit kurzem zu beachten. Die Prüfung nach G607 ist im Prinzip seit 2020 schon ausgesetzt, also nicht mehr im Zusammenhang mit der HU, mit der Hauptuntersuchung an Fahrzeugen zu vollziehen. Diese Anlage muss trotz allem alle 2 Jahre geprüft werden. Es gibt Campingplätze, Fähren etc., die dann Wert drauf legen und diese Prüfunterlagen sehen wollen, nach wie vor. Christian Tietz weiß, warum auf die Sicherheit dieser Anlagen so großer Wert gelegt wird. Die wiederkehrenden Prüfungen sind halt in der Hinsicht wichtig, weil man auch vielleicht selber mal die Gasflasche tauscht, vielleicht auch mal einen Anschluss nicht richtig festmacht oder sich einen Anschluss lösen kann. Es kann ein Schlauch porös werden, es kann ja auch mal drinnen am Herd von den Flammenwächter was kaputt gehen. Dann die Druckregler müssen hier geprüft werden, die können ja auch mal kaputt gehen. Das sind halt auch alles Teile, die irgendwo einen gewissen Verschleiß haben. Wer die Gasanlage seines Wohnmobils überprüfen lässt, sollte im Vorfeld einiges beachten. Zunächst muss natürlich eine Gasflasche vorhanden sein. Der Druckregler und der Schlauch, die von der Gasflasche weggehen, dürfen maximal 10 Jahre alt sein, müssen also nach 10 Jahren erneuert werden. Das kann man selber schon mal prüfen, da steht eine Jahreszeit drauf. Ja, und ansonsten halt der Stauraum, wo die Gasflasche drinnen steht, es dient auch wirklich nur für die Gasflasche und da darf auch nichts anderes drinnen stehen. Der Check der Anlage beginnt mit der Dichtheitsprüfung. Den Gasanschlussschlauch macht man halt ab von dem Druckregler, gibt dann 150 Millibar auf die Anlage und der Druck sollte über 10 Minuten konstant bleiben. Wichtig ist natürlich, dass drinnen die Absperrhähne für im Idealfall Herd, Heizung und Kühlschrank auf sind. Wenn dann der Druck drauf ist auf dem System mit dem Druckprüfer, mache ich dann noch die Prüfung von dem Druckregler. Ich mache auch noch eine Sichtprüfung von allen Sachen, dass das alles schön verschraubt ist, keine Scheuerstellen. Und dann geht es über zur Brennprobe, das befindet dann alles im Fahrzeuginnenraum statt. Bei angeschaltetem Herd kann beispielsweise die Flamme ausgehen, wenn ein Windstoß ins Innere des Fahrzeugs kommt, dann strömt Gas aus. Und da ist dann Bimetall und das muss dann halt erkennen, dass das Feuer jetzt aus ist und muss dann halt innerhalb von, ja, man sagt maximal 1 Minute, muss das wieder den Gasdurchgang abschließen und das hört man dann durch ein relativ lautes Klacken. Und genauso verfärbt man auch beim Kühlschrank und der Heizung. Damit ist die Sicherheit dieser Geräte und der gesamten Anlage gewährleistet. Im Prinzip ist es eigentlich eine Dichtheitsprüfung, eine Sichtprüfung und dann die Brennprobe noch machen. Und das sollte soweit alles funktionieren und dann steht eigentlich der Plakette nichts im Weg. Mit Plakette und einem sicheren Gefühl kann es losgehen, der Sonne entgegen.
Und nun, liebe Zuschauer, wie versprochen, schauen wir auf die Wetteraussicht für die kommenden Tage. Wir haben ja am Anfang der Sendung über die anhaltende Trockenheit berichtet. Ob es denn so weitergeht in nächster Zeit, das sehen wir jetzt. Das Wetter am Mittwoch ist in Halle zumindest keine schweißtreibende Angelegenheit. Hier werden nur Tageshöchstwerte bis 23 Grad erwartet. Dazu gibt es einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. In den Nachtstunden bringen Tiefstwerte bis 13 Grad auch Abkühlung. Donnerstag wird es ebenfalls recht freundlich. Über Halle wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bei Tageshöchstwerten bis 26 Grad bleibt es weiterhin trocken. Das ändert sich dann allerdings voraussichtlich ab Freitag. Hier muss bei Höchstwerten bis 26 Grad im Tagesverlauf immer wieder mit kräftigen Schauern gerechnet werden. Dazu weht ein auffrischender Wind aus westlicher Richtung. Nachts werden Tiefstwerte bis 11 Grad erreicht. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder von unserer Sendung Hallo Sommer. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wenn Sie mögen, dann begrüßen wir Sie natürlich morgen hier wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, Ihnen einen angenehmen Abend und machen Sie es gut. Tschüss!